Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands mit dem Typen da, Freddy, Fischi, immer noch hier in der neuen Welt. Ich kenne mich noch immer nicht mit dem Spiel aus. Also erzählt ihr, was wir machen. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe Wir sind diesen gerade letzten dabei, den Partner mit meiner Hauptschalter zu Freundin aktivieren, geschrieben. damit wir die Schnellreise freischalten, da wir jetzt zwei Gebiete schon haben. Also das erste ist ja Arid Badlands und jetzt haben wir das Dal Headland. Weißt du, dann denke ich mir so: Oh mein Gott, Schnellreise, weil die Gebiete so groß sind. Nicht wie bei Borderlands 2. Nein, nein. Borderlands 2 ist in etwa 28 mal so groß. Eigentlich nicht. Doch, Mann. Bin ich Das eben gerade war ein Gebiet. Ja, Borderlands ist größer. Borderlands Nein. 2. Ah! Diese. Wo, das ist zum. Wo ist der Ist Hauptschalter das? denn? Na hier. Gucken wir mal Leben drauf, ob hier. was passiert. Wir sind nicht explodiert. Das ist immer ein Vorteil, würde ich sagen. Ja, wir leben noch. Noch, da Das ist hinten kommen eine gute Autos. Sache. Was, wo, wie? Da Ah, kommen oh. zwei Banditenautos. Ich sehe es. Diese Pescher. Ich bin tot. Ich heile schon Tischi. Oh. Weißt du, was Was Ulti? zum Teufel ist gerade passiert? Ah ja, ich hab ja recht. Bewegen sie einfach so scheiße. Ich hasse es jetzt zu snipen. In Borderlands 1 ist das, Borderlands 2 ist das viel geiler. Ja, weil es ja einfacher ist. Du bist scheiße, was ist das? Dein Recht ist vernichtend. Oh, da ist ja noch einer. Ich mag Herausforderungen. Dieser Pisser. Die Herausforderungen. Ja, zum Beispiel, dass die Gegner sich hier beschissener bewegen als in Borderlands 2. Die sind nicht mehr ganz so einfach zu treffen. Was ist mit unserem Auto passiert? Viel Spaß. Hier ist eine neue Spawnstation für sich. Okay. Ist, weil da alles explodiert ist und wir da alles reingeschossen haben. Und dann haben wir sowohl Parkour auch noch auf die Autos geflogen. Aber meinst du doch was? Wenigstens habe ich nicht auf deinem Auto geparkt. Das ist dieses eine Mal, wo du sprachst, habe ich hiermit erfüllt. Ja. Also wenn du im Kleingedruckten stand, wenn du es einmal machst, musst du es jetzt jedes Mal wieder machen. Stand im Kleingedruckten, hättest du lesen müssen. Wir haben nichts unterschrieben. Hab da. Weißt du, nein, also langsam hasse ich euch wirklich. Wieso euch? Ich hab noch nie dein Auto zugeparkt. Noch nie. Das sieht doch aber super aus. Das ist jetzt. Schau, das ist ein Zelt. Das ist jetzt Kirschi, Freddy, ich park um. Das ist nicht besser bisher. Mann, ich verbringe einfach 90% der Zeit, die Autos hin und her zu schubsen und dein Auto brennt gleich. Gut. Ja. Die Autos paaren sich, glaube ich, gerade. So. Ja. Mann. Okay. Was ist Freddy hin? Was macht er da? Westen. Ich weiß nicht mal, wo der ist. Oh, hier ist eine Tür. Ist hier so schwa- Was zum? Quickscope. Großartig, du hast die Schnellreisesystem aktiviert. Ich werde später bei Ernest vorbeischauen. Hast du keinen Schnellreisepass? Ich habe noch einen Ersatzpass, den kannst du haben. Jetzt kannst du das Schnellreisen nutzen. Damit kannst du zu jeder New Use Station teleportieren, die du zuvor besucht hast. Jedenfalls geht es mir jetzt etwas besser. Willst du die Headlands von Matt Mal befreien? Ja, das haben wir vor. Neues Level. Straßenkrieger, heißer. Mal hat die Straßen noch die Häfen verbarrikadiert und versetzt den südlichen Teil der Headlands in Angst und Schrecken. Hier oben trifft man ihn so gut wie nie. Wenn er sich dir stellen sollte, muss er zunächst auf dich aufmerksam werden. Was versteht er deutlicher als böser Claptrap? Die Crimson Lands sind hier immer noch. Ich finde das Plakat von denen ziemlich cool. Oh mein Gott, so viele Quests. Einfach alle annehmen. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt die Skagzilla-Quest. Zilla? Ja. Gagzilla. Großwildjäger ist das. Die Passion Whisky oder was? Nee, Sir Hammerlocks, Big Game Hunter. Du ziehst da so eine Leiche die ganze Zeit hinter dir her von so einem toten Viech. Sehe ich nicht. Ich schon. Back ich die auch ganze nicht. Zeit, also immer, als wäre die am Auto festgemacht. Die ist ja festgemacht hier, wie das Garry's Mode. Ja, so, also als wäre das rangewildet, weißt du? Angewildet. Das war jetzt Kirschi. Nicht gewollt. Oh fuck, Auto!
Was? Kirsch, ich schieße mit dir rein. Damit. Ja. Ich steig mal aus. Hau ab, hau ab! Oh, fuck. Ich verstehe überhaupt nicht, warum du nicht weitergefahren bist. Ja, oh. Aufhelfen vielleicht? Oh, du liegst da am Boden, ich komme. Das habe ich nicht mehr mitgekriegt. So, Auto ist fast im Arsch. Meins ist im Arsch. Ja, ich habe gerade nochmal reingeschossen versehentlich. Ich fahre, nicht dass es kaputt geht. Okay. Freddy, stell dich vor uns, dann kann ich dich schieben. Mach noch die Luke an, mach noch die Luke an, mach noch die Luke an. Die Luke an. Das da. Ah. Direkt vor uns ist ein Ventil. Mann. Das können wir dann auch hin befördern. So, wir müssen jetzt nach da hinten. Ich möchte irgendwie mal probieren, ob es echt auch geht. Glaube ich. Ja, wir müssen. Ach, oh mein Gott, du bist schon viel zu weit. Was machst du denn da? Zeug. Siehst du doch. Runtergefallen. Komm, fahr du. Ich kann mit meinem Facewalk gehen. Geh einfach nur vor, dann kann ich auch sehen, wo es lang geht. Können wir rüber? Von da können wir natürlich nicht. Wir hätten hier einfach nur hochfahren müssen. Soll ich mal versuchen? Nein. Nein, Kirschi. Bitte nicht. Ich hätte eigentlich das vor noch. Ich hatte einfach nur. Eigentlich noch vor, das Spiel durchzuspielen und nicht zu explodieren. Ja, das macht Spaß. Alle Waffen durchladen nochmal? Ja? Wir springen einfach rein. Meine Waffen sind alle durch. Einer. Meine Waffen sind nicht alle durchgeladen. Du platzierst den Köder. Du bist der Nahkämpfer. Warte, ich stelle mich das dazu. Das Grüne, was da hinten so bringt. Nein, Kirschi. Ja. Du bleibst ein bisschen auf Abstand. Ich renn hin, mach das Ding da hin und dann renne ich mit meinem Facewalk wieder weg. Okay. Gagsilber kenne ich nämlich noch. Ich nicht. Oh, hi. 1000 Crit-Schaden. Alter, ist das krass. Gah! Vor mir, du Pisser. Hab Agro. Ich seh's. Aua. Freddy, snipe ihm ins Maul, das macht übertrieben viel Schaden. Ja, mir die Fresse zu schieben. Snipe ihm ins Maul, wenn der nie seinen scheiß Maul aufmacht. Wull. Ich lebe noch. So, liegt auf noch. Okay, ich mach da deine Ulti und hau ein bisschen auf die Fresse. Freddy, mach du mal deine Ulti. Ich mach auch nichts mehr, aber ich versuch mal. Ich mach die ganze Zeit. Was zum Teufel ist. I'm a fire in my laser, blah! Oh, ich hab keine Snap-Munition. Das war total Kamehameha-mäßig. Das war so, I'm a fire in my laser. Kann ich den stunnen? Wahrscheinlich nicht. Ich schlag ihn so ein bisschen. Du warst vielleicht ein bisschen sauer. Ja, ich kann's mir vorstellen. Boah. Dieser Laserpisser, ey. Sein Maul war gerade offen. Kirschi, bei euch klingelt das Telefon. Muss ja keiner wissen, oder wie? Ja. So. Fuck! Vielleicht ich keine Munition mehr habe, muss ich jetzt erstmal auf meine Combat Rifle gehen. Hat schon wieder jemand von Ulti? Ja, ich bin gerade schon wieder mit meiner Ulti reingerannt. Ne, ich hab keine. Er ist verwirrt. Puh, fuck. Hä, was greift mich hier denn noch an? Ich dich vielleicht, ich hab keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass du mir Schaden machen kannst. Ich hoffe mal nicht. Aua. Der mit seinem scheiß Laser, Alter. Ja, aber der Laser ist gut, weil dann kannst du ihm ins Maul schießen. Hier ist ja, Ulti. An dem Punkt ist es auch gut. Das habe ich ja wieder Ulti. Ich hau ihm aufs Maul. In sein Maul musst du ihm hauen. Ja, ich bin gefallen. How about you go fuck yourself, you stupid bitch. Au. Kirschi, lock ihn mal nicht an. Okay. Dann halt nicht.
Nehmen von euch Granaten? Nein, ich habe meine komplett schon weggeworfen. Ja, und zwar alle verworfen, weil er mal dann weggesprungen ist. Ja, genau das gleiche bei mir. Ich hab noch eine Granate gerade. Aber er ist gleich tot. Und zwar genau jetzt. Okay, doch nicht. Schade. Wäre cool gewesen. Aua. Komm mal schneller, du Scheißspiel. Bitte, nice. So. Ja. Am besten nichts aufsammeln und erst mal gucken, was ich brauche. Hier ist ein Berserkhammer für Kirschi. Hier ist ein Shotgun für Kirschi mit 20 mal 11. SMG. Berserker. Was ist das? SMG? Ne, schlechte SMG. Schlechtes Timing-Telefon. Ist doch mal leise. Entschuldigung. Ist, das wollte ich. Ist Jenny nicht da, die rangehen kann? Kirschi? Was? Ist Jenny nicht da, die rangehen kann? Nee. Wahrscheinlich rufst du sie gerade an, dass du sie abholen sollst. Nee, sie ist schon daheim. Sie ist krank. Kann sie trotzdem ans scheiß Telefon gehen? Nee, das ist ein Anruf für mich, aber ich muss dann nach dem Part rangehen. Also anrufen. Boah, das Ding ist eigentlich richtig gut, wegen dem Säureschaden. Hm. Geh, ich will den Dings hier nicht mitnehmen. Den da? Ja. Ein Sprengleiter würde ja gerne, aber irgendwie. Du musst den nicht mal ausrüsten, du kannst ihn einfach mitnehmen. Ja, ich sollte mal wieder was verkaufen. Das ist das Problem, ich habe keinen Platz. Danke. Aha, danke. Danke. Okay, was machst du da alles? Ah. Jetzt kann ich's aufsammeln. Ich meine, Korrosions-Shotgun? Naja, ich weiß nicht. Nee, lieber nicht. So, dann gucken wir, wie viel wir noch haben. Noch 7 Minuten und 45 Sekunden. Sekunden? Sekundär. Oh. Nice, Kirschi. Nice. Danke. I'm actually quite impressed. Was hast du gemacht, Kirschi? I was surprised by myself. Hast du unsere Autos gesprengt? Mein Auto war schon länger kaputt und ein anderes Auto steht oben auf dem Weg. Das konnte ich Kirschi gar nicht sprengen. Naja, das war eine Mad-Mel-Patrouille oder so, die ich gesprengt habe, ne? Ja. Aber ich weiß nicht, was du gemacht hast. Ich hatte ja noch ziemlich viel Leben und auf einmal hast du zweimal geschossen und war tot. Ja, ich habe eine ziemlich starke Shotgun auf Nähe. Aber will irgendjemand mitfahren, oder? Ja, ich. Ja. Ich hier also. Bloß Facewalk. Stimmt. Ah, oh, mein Spiel ist schon wieder in den Hintergrund gegangen, wegen meinem scheiß Handy. Dein Spiel? Sorry. Ich hoffe, dass meine Aufnahme dadurch nicht kaputt geht oder so. Wie geht's euch kaputt? Wahrscheinlich corrupted die. Und das ist nie wieder verwendbar, so wie bei mir bei Nightmare House 2 ein Part. Ich habe in Skype irgendwas bekommen. Danke, dass ihr weit wegfahrt. Danke. Bitte. Bitte, kein Ding. Mein gerne. Da komme ich nicht mit meinem Facebook. Großwildjäger. Hervorragende Vorstellung. Ich werde ihn ausstopfen lassen und in meiner Hütte anbringen. GG. Oh, wir haben jetzt eine Sniper bekommen mit Dings hier. Mit einem Text. Wie? Die ist sogar ziemlich genau mit einem roten Text. Warum schießt du nicht selber einen Elefanten? Das ist so wie die Bison-Waffe aus Ja. Bison hatte gehabt. Bison. Nein, Bison hatte gehabt. Weil die hat nämlich auch kein Visier, also die hat auch kein Sniper-Visier, die hat einfach nur eine Korn und Kimmer. Korn und Kimmer? Ja, okay. Alter, was greift mich hier denn an? Tupac. Ich hab keine Ahnung, was mich hier angreift, aber ich bin fast tot. Vielleicht das Auto, was da rumfährt. Eine Mad-Mel-Patrouille, ja, aber. Ich komme hier nicht weg, ich hab mich festgebackt, danke. Ich hab das bis eben nicht gesehen. Ich sehe das nicht! Ja, da hier einsteigen. Okay, komme. How about Hilfe? Düschlos. Ich fick dabei die Kerl hier. Den Wichser. Damn. How about hier? Ja, geht nicht. Danke. Das Auto steht im Weg. Ich konnte dich eh drücken bei dir. Warum packst du doch so scheiße? Keine Ahnung, ich dachte, das ist cool. Du solltest nächstes Mal wieder Kirschi fahren lassen. Hä?
Du solltest nächstes Mal wieder Kirschi fahren lassen. Ich hab Kirschi noch nie fahren lassen. Ja, aber kein Wasser fahren als du. Ist euer Auto kaputt? Ja. Fast. 30 HP. Es brennt. So, allein für den Spruch, allein für das Hurensöhne hat er jetzt eine Granate gekriegt. Ah! Das war vielleicht unsere beste Idee, Kirschi? Ach Mensch, tut mir leid, da steht das Auto auf euch ungünstig. Hast du jetzt ernsthaft das Teil zerschossen, so dass wir nicht wiederbelebt werden können? Was? Du hast gerade das Auto kaputt gemacht. Was zum... Ich bin tot. Gut, so läuft das. Ich bin One-Shot gewesen, warum? Ja, aber warum hast du das Auto kaputt gemacht, was wir angeschossen haben? Damit es nicht auf mich schießt, während ich euch wiederbelebe. Das Auto hatte so ein HP oder so. Kirschi oder so hätte nur einmal treffen müssen, hätte er mich wiederbeleben können. Es hatte so die Hälfte, aber okay. Das hatte 0 HP. Es war so gut wie kaputt. Und ich heiße Matt Mark, ist klar. Kirschi, warte kurz. Ich packe ja nur schon mal. Jetzt habt ihr nur mein Auto geklaut, ihr Pisser. Hä, was? Fahrzeug 1 war immer meins. Nö. Doch! Ich gehabt. Nö. Ah! Danke. Du hast nicht immer vor mir stehen bleiben. Du hättest doch problemlos außenrum fahren können. Das ist aber Rassismus. Du bist Rassismus. In Person. Ja, aber das ist egal. Es geht hier nur ums Prinzip und nicht in Person. So, was sind die restlichen Pisse? Danke. Bitte. Warum fährst du mir mal rein? Warum machst du das? Du bist zwar uns gerade reingefahren, aber... Genau. Ich hab gewendet und ihr seid mir reingefahren. Nö, nee. Ist das eine unpassende Situation gerade? Nein. Stop! Keine Fortpflanzung unter Autos. Das ist illegal. In 3 Uhr erst starten. Wir kommen da nicht mal... Ich kann da nicht mal... Was zum... Schlag mich! Ach du Scheiße. Kirschi? Ja? Danke. Tausch doch! Wo sind denn die restlichen... Kirschi am Steuer, Ungeheuer, Alter. Immer noch besser als Frau am Steuer. Ja, nur das Problem ist, ich bin eine Frau und ich fahre besser als du. Ja, mehr oder weniger. So, es wird noch einer. Die hier ist. Ich kann so nicht treffen. Dankeschön. Bitteschön. Ich liege auch noch immer auf dem Maul. Boah, Gott sei Dank habe ich den umgekriegt. Wo bist du? Ich chill hier nur. Bleib mal stehen! Ist auf mir! Oh. Ich war wirklich auf mir. Wieso war der auf mir? Wenn ich das wüsste ich eine Sache mehr. Ah, scheiße. Dieses Spiel einfach nur. Oh Gott, ey. Wenn du von denen getroffen hast, wenn die dich überfahren... Sie haben mich umgefahren. Ich auch. Ich kann sie bitte Auto 2 spawnen. Hab ich. Danke schön. Auto 2. Das ist rot. Ja. Ah, wir müssen hier rein und sie abgeben. Oh. Ja, man merkt, dass es nicht mein Auto ist. Ich will da reinfahren. Ishi, stop it, please. Mate, ey. Okay. Straßenkrieger, Banditenapokalypse und so, das ist die Hauptquest, die wir gemacht haben. Falls ihr es lesen wollt, ist ein bisschen zu viel gerade. Dann machen wir mal. Ist mein Auto kaputt? Nein. Ich hab's auf die Straße geschlagen. Geschleudert, Traumat. Entschuldigung. Sagen wir jetzt von mir aus mal als Elementar-Artefakt. Und guck mal, wie lange wir noch haben. Dürfte nicht mehr so lang sein, eigentlich. Nein, wir haben noch 16 Sekunden. Das heißt, wir beenden hier den Part, würde ich sagen. Und ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, Leute. Haut rein, tschüss. Ah. Ich will sein Auto noch ein bisschen penetrieren, Alter. Schieß mal drauf, dann explodiert's wieder.
Pump. Oh ja. Ich liebe es in Borderlands, was man mit den Autos machen kann. Moment, ich will es noch ein bisschen durch die Gegend schlagen. Ich nehme übrigens auch noch auf. Oh, okay. Hoia! Nicht drauf schießen! Du machst mir Schaden! Okay, halt nicht. Ich wollte es ein bisschen stylisch durch die Gegend werfen. Hat schon was. Kann ich Freddy damit umgehen? Praktisch schon deinem Auto auf hier. Praktisch shit. Nein. Ich mach sogar die Tür zu. Tschüss, was Leute. Zum? Ah, schön. Tschüss.